Herzlich willkommen zum heutigen VDE YoungNet Webinar mit dem Thema Herausforderung Politik. Was haben Ingenieure mit Politik am Hut? Mit unserem Referenten Markus B. Jäger. Mein Name ist Patrick Abert. Ich bin Sprecher der VDE YoungNet Mitglieder bzw. der Jungmitglieder und Studierenden. Werde heute ein bisschen durch das Programm führen bzw. den Herrn Jäger unterstützen. Dann möchte ich hiermit auch den Herrn Markus B. Jäger begrüßen, direkt Leiter der Abteilung VDE Politik und unser Mann in der Politik damit auch. Freut mich, dass du hier bist, Markus. Ja, hallo Patrick, es freut mich auch jetzt zu meinem allerersten aktiven Webinar hier mit euch beim YoungNet zu sein. Ja, wie ich schon sagte, mein erstes Webinar heute als Referent, dann gleich mit so einem spannenden Thema Politik, und das ist für Ingenieure ja nicht immer so ganz griffig, das Thema. Ich habe mein Webinar heute in vier Teile gegliedert. Das beginnt mit einer kurzen Vorstellung zu meiner Person, ganz kurz. Dann gehe ich ein bisschen mehr auf den Begriff Verband ein und wage eine Differenzierung etablierter Verbände, die man so kennt, und die Besonderheit Technologieorganisation VDE. Dann in dem Hauptteil geht es hier im Tätigkeitsfeldbereich VDE-Politik wirklich ins Eingemachte. Wir schauen uns ein bisschen den Bundestag an, wie der funktioniert, wie die Abgeordnetenbüros arbeiten, wie wir als VDE, wie ihr als YoungNet da Akzente setzen könnt oder euch beteiligen könnt. Und am letzten Punkt, Punkt D, gibt es dann ein kleines Beispiel aus der Praxis, und zwar Künstliche Intelligenz. Da war ja in der vergangenen Woche der Dr. Sebastian Hallensleben hier zu Gast bei euch. Und da möchte ich euch einfach mal in dem Beispiel zeigen, wie wir in den letzten anderthalb Jahren da wirklich eine ganze Menge auch als VDE geleistet haben und auch mittlerweile auch auf europäischer Ebene gehört werden. Aber weiter geht's jetzt mit der Vorstellung. Zu meiner Person: Ich bin 46, bin verheiratet, habe zwei Söhne, die gerade mächtig im Homeschooling von mir gedrillt werden. Bin im Rheinland geboren, in Andernach, und mein Lebensmittelpunkt ist seit 2006 allerdings Berlin. Ich habe Jura studiert, bin kein Ingenieur, bin also eher ein Mann der Worte und kann mit Schaltplänen und sowas gar nichts anfangen. Deshalb Worte und Schriftbild ist meine Tätigkeit. Bin seit 20 Jahren in der Politik, und jetzt vor fast zwei Jahren hat der VDE die Idee gehabt, den Bereich Politik neu aufzubauen, und hat mich angesprochen, ob ich Lust hätte, das zu leiten. Das habe ich gemacht. In meiner Freizeit bin ich nach wie vor passionierter Oberstleutnant der Reserve bei der Bundeswehr. War da bei den Fallschirmjägern längere Jahre, habe einen Auslandsaufenthalt mit der Bundeswehr mitgemacht. Und meine Hobbys sind Baseball. Ich manage hier in Berlin einen Erstligaverein, und ja, die Liga ist ja leider ausgesetzt, deshalb habe ich jetzt aktuell ein bisschen mehr Zeit. Aber das sind so meine Hobbys, und dann starten wir auch schon los mit Punkt 2. Ich würde ein bisschen den Verbandsbegriff in ein Licht rücken und den VDE dann unmittelbar differenzieren dazu. Wir gehen mal von einem klassischen Interessenverband aus, und Beispiele sind hier im unteren Bereich der Folie zu sehen: Bitkom, VDMA, BDA, BDI, ZVI, einer unserer Freundesverbände, die auch quasi der Schwesterverband sind. In der Regel werden Interessenverbände auch Industrie- oder Wirtschaftsverbände genannt. Es gibt auch Branchenverbände, beispielsweise im Bereich Hotellerie und Gastronomie und all sowas. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist natürlich auch ein Interessenverband. Und wir reden jetzt aber nur erstmal von den Beispielen, die ich hier aufgeführt habe, von den fünf. Das sind tatsächlich Zusammenschlüsse von Körperschaften und juristischen Personen aus der Industrie, sprich, das sind Unternehmenmitglieder. Das Ganze erfolgt auf einer freiwilligen Basis, denn anders als die IHK, wer schon mal ein kleines Gewerbe angemeldet hatte während des Studiums, weiß, sobald man ein Gewerbe anmeldet, ist man Zwangsmitglied in der IHK, muss da einen Beitrag bezahlen, und die IHK kümmern sich dann quasi um die Geschicke, ja, machen Fortbildungen und alles Mögliche. Aber in der Regel kann man als kleiner Mini-Unternehmer da nichts mit anfangen. Also ein Interessenverband ist ein freiwilliger Zusammenschluss, kein Zwangszusammenschluss wie beispielsweise die IHK. Diese Interessenverbände haben sich natürlich zusammengefunden, weil sie gemeinschaftliche Interessen in die Politik transportieren möchten. Denn da geht es ums Geschäft, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Geld am Ende. Das ist doch gar nicht schlimm, denn ich hatte hier mal, als Jurist muss ich immer so ein bisschen auch mal die Gesetze im Blick haben. Seid froh, dass ich kein kleines Co-Webinar mache im Bereich Vereinsrecht. Das wäre dann wahrscheinlich extrem ermüdend für die Masse. Also
das Recht, einen Verein zu gründen, gibt das Grundgesetz hier in Artikel 9. Ist also nichts Schlimmes. Das ist ganz gut, denn dadurch können sich Bürger tatsächlich mit ihren Interessen auch politisch aktiv betätigen, sich zusammenschließen, und eine vereinte Kraft ist immer besser als einer, der alleine rumrennt. Deshalb ist das eine gute Sache. Interessenverbände. Kommen wir wieder zurück zu den fünf eben beispielsweise genannten. Die haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie sie Einfluss nehmen auf den Alltag in der Politik, wie sie Einfluss nehmen auf gesellschaftliche Entwicklungen und müssen das natürlich auch entsprechend an die wichtigen Leute adressieren. Der erste Weg, den so ein Interessenverband gehen kann, ist natürlich die Öffentlichkeit. Ganz normal Werbung, Anzeigen in irgendwelchen Tageszeitungen. Wenn man Journalisten persönlich kennt, das geht mir auch so, wenn man Journalisten persönlich kennt, dann kann man natürlich viel besser die Botschaften dort platzieren. Der macht eine Story draus und viele freuen sich und eine große Menge von Menschen wird informiert. Pressekonferenzen, der Klassiker, Informationsmaterial und natürlich eigene Mediendarstellungen, ja, das Internetseiten, Facebook und was man alles so heute hat. Das schärfste Mittel von so einem Interessenverband ist natürlich ein Streik. Da denkt man jetzt weniger an den ZVEI oder an Bitkom, sondern denkt man natürlich an den Interessenverband Deutscher Gewerkschaftsbund, wo Arbeitnehmer auf die Straße gehen, um für ihre Rechte oder für bessere Bezahlung oder mehr Urlaub zu demonstrieren. Ein ganz, ganz wesentlicher Adressat der Aktivitäten von Interessenverbänden sind natürlich die Parteien. Und da finden teilweise enorme Unterstützungen statt. Und wer sich jetzt mal Mühe macht, den Text hier zu lesen, wird auch sehen, dass beispielsweise im Jahr 2018 haben Unternehmen, Interessenverbände und andere Organisationen knapp 13,5 Millionen Euro an die Bundestagsparteien überwiesen. Und das ist doch eine Summe, wo man dann tatsächlich auch als Bürger und als ganz normaler Mensch denkt, oh, was machen diese Verbände da? Ist das wirklich noch so gesund? Der Lobbyist ist ja mittlerweile auch eher so ein Schimpfwort geworden, dass die Lobbyisten sehr viel Einfluss auf die Politik haben. Und mit solchen Geschichten hier, dass man natürlich unmittelbare Finanzzahlungen an die Parteien leistet, macht man natürlich kein gutes Geschäft, um diese Vorteile bei den Leuten abzubauen. Interessenverbände gehen teilweise sogar noch weiter, dass sie natürlich daran interessiert sind, Mitglieder oder Unternehmen oder Funktionäre aus ihrem Dunstkreis auch als aktive Abgeordnete in ein Mandat zu bringen. Das heißt, entweder in den Bundestag oder in den Landtag. Klassisches Beispiel ist hier wieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass sehr, sehr viele Mitglieder aus dem DGB für zugegeben eher linke Parteien im Bundestag, aber da sitzen dann sehr viele DGB-Mitglieder, sodass man wirklich auch die Frage stellen muss, ist das noch so repräsentativ für die Bevölkerung? Aber es sitzen auch extrem viele Beamte im Bundestag, sodass man da von der Repräsentanz der Bevölkerung auch wieder mal so ein kleines Fragezeichen machen muss. Regierung und Bürokratie hat natürlich auch ein Interesse daran, das Know-how von Verbänden zu bekommen. Ja, das ist vor allen Dingen sehr wichtig, wenn man Gesetzgebungsverfahren anstrengen möchte. Dann möchte man natürlich nicht nur den Beamten im Ministerium seinen Gesetzentwurf schreiben lassen, sondern man möchte auch einen gewissen Praxisbezug haben. Man möchte ein Feedback haben, ob das Gesetz so Sinn macht. Was sagen die Firmen dazu? Na, da möchte man nicht jedes Unternehmen einzeln fragen in Deutschland, sondern macht natürlich die Anfrage dann bei den großen Interessenverbänden. Da werden die dann eingeladen zu Verbändenanhörungen und können dort ihren Senf abgeben zu den Ideen der Regierung. Und teilweise werden die dann auch gehört. Ist natürlich alles sehr, sehr sachlich. Und wenn sachliche Argumente vorliegen, werden auch teilweise Gesetzentwürfe nochmal dahingehend geändert, dass es mehr Praxisbezug hat. Wenn Interessenverbände dann Themen bearbeiten müssen sollen, die eher europäischen Charakter haben, dann geht es dann mal ganz kommod in europäische Dachverbände über. Ja, das heißt, große Zusammenschlüsse von deutschen Interessenverbänden, die dann auf europäischer Ebene in Brüssel mit allen möglichen um Themenherrschaften kämpfen. Ja. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Anders ist es beim VDE. Das werden jetzt viele wissen, weil wahrscheinlich die Masse der Leute, die hier zuschauen, auch im VDE irgendwie aktiv sind. Und 1893 gegründet, sind wir inzwischen eine der größten Technologieorganisationen Europas. Und weltweit können wir sogar für uns in Anspruch nehmen, dass wir als einzige Organisation Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und die Anwendungsberatung unter ein Dach bringen.
Und das machen wir mit 2000 Mitarbeitern weltweit an 60 Standorten. Und unser Netzwerk hat die ominöse 100.000er Marke übersprungen. Und tatsächlich zählen auch knapp 1.500 Unternehmen zum Netzwerk des VDE. Was aber jetzt wichtig ist, und das ist der Unterschied zu den Interessenverbänden, bei uns haben eben nicht diese Unternehmen das Stimmrecht über ihre Mitgliedszahlungen, die sie leisten, jeden Monat oder einmal im Jahr, je nachdem, wie das ausgestattet ist, sondern bei uns haben die einzelnen VDE-Mitglieder, das sind natürliche Personen, Ingenieure, über die ganze Republik verteilt, die sich in 29 Bezirksvereinen zusammengeschlossen haben und dort jeweils Delegierte wählen, die sie zur Delegiertenversammlung des VDE schicken. Und dort werden dann tatsächlich die Ziele des VDE festgelegt. Ich hatte, als ich letztes Jahr mit dem Sebastian Hallensleben im Bundestag unterwegs war, um das Thema KI aus Sicht des VDE aufzurollen, habe ich eine Abgeordnete von der linken Fraktion gefragt, also sehr nette Dame, wie sieht's denn, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Jäger, dass Siemens dem VDE sagt, was der VDE zu tun hat? Das kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Frau Tatti, so hieß die Dame, oder heißt sie immer noch, die Wahrscheinlichkeit ist fast null, weil beim VDE die Delegierten das Sagen haben. Und ein Ingenieur, der über Jahrzehnte in seinem Berufsleben gestellt wurde, wird sich da nicht von irgendwem sagen lassen, was er auf einer Delegiertenversammlung des VDE mitteilt. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, anders als bei Interessenverbänden, wo die Mitglieder in der Regel Unternehmen sind, beim VDE sehr gering, dass dort die Unternehmen bestimmen, was bei uns im VDE gemacht wird. Ich habe eben gesagt, wir sind im VDE noch recht jung mit dem Thema Politik, also dass wir das so als Institution im VDE machen. Und dann gilt es natürlich am Anfang, sich ein paar Regeln aufzustellen, wie, in welchem Umfang, mit wem, was man ausschließen kann, in der Politik umzugehen ist. Das ist das oberste Credo, was wir haben, ist, dass der VDE eine unabhängige und parteipolitisch neutrale Technologieorganisation ist und eben anders als die Interessenverbände keine wirtschaftlichen Interessen hat und keine Wirtschaftspolitik betreibt. Wir respektieren, oder auch ich in meiner täglichen Arbeit, respektiere die Entscheidung der Wähler und Wähler. Das heißt, wir reden mit den Parteien, wie sie im Bundestag vertreten sind beispielsweise. Auch wenn das teilweise nicht diejenigen sind, die ich jetzt wählen würde. Was wir aber ganz klar sagen, ist, wir lehnen jede Form des Extremismus ab. Ja, das ist Conditio sine qua non. Mit Extremisten werden wir keine Gespräche führen. Ja, und deshalb schließen wir die Zusammenarbeit mit, hier steht es, rechtswirksam als extremistisch eingestuften Organisationen grundsätzlich aus. Ja. Ansprechpartner für unsere Arbeit oder für meine Arbeit im Bereich Politik sind ähnlich wie bei den eben genannten Interessenverbänden natürlich alle Parteien. Hier haben wir uns darauf konzentriert, die Parteien dahingehend einzugrenzen, dass es diejenigen sind, die sich in Fraktionen des Deutschen Bundestages oder in den Landtagen wiederfinden oder in der Bundesregierung oder in einer der Landesregierungen in Deutschland in der Verantwortung sind, weil es zugegeben extrem viele Parteien gibt. Spaßparteien, extremistische Parteien scheiden ohnehin aus. Aber viele, viele Parteien bereichern das Parteienbild in Deutschland. Ja, aber wir beschränken uns auf die in den Parlamenten sitzen, in der Regel, und in die in den Landesregierungen sind. Adressaten, ich habe es eben schon angedeutet, das sind Abgeordnete aus allen Parlamenten. Ja, das ist auch Europaparlament, Deutscher Bundestag, alle Fraktionen in den Parlamenten, natürlich die Mitglieder der Bundesregierung, Bundeskanzlerin, Bundesminister, die Landesregierungen, Abgeordnete des Europaparlaments, die Beamtenapparate, extrem wichtig, gerade für die Gesetzentwürfe, auf Bundesebene, Landesebene und natürlich auf EU-Ebene. EU-Ebene ist das dann die EU-Kommission. Wir reden aber auch mit regionalen politischen Persönlichkeiten, beispielsweise wie Regierungspräsidenten, Landräten, weil der VDE durch seine Struktur in den Bezirksvereinen eben auch in der Fläche vertreten ist und dort in der Regel sehr gute Kontakte zu den Landräten oder Regierungspräsidenten bestehen, weil es einfach regionale Netzwerke sind, die sich über Jahrzehnte gebildet haben. Wir reden natürlich auch mit Parteien, weil auch Parteien haben irgendwelche Strukturen, die Wissen abbilden, irgendwelche Arbeitsgruppen, Fachgremien, Parteien haben Stiftungen und Parteien haben natürlich Nachwuchsorganisationen, wie beispielsweise die Jusos, die Grüne Jugend, die Junge Union, die Jungen Liberalen. Das sind alles Adressaten, die wir mit dem Bereich Politik ansprechen wollen, VDE.
Die Ziele des VDE in der Politik sind im Prinzip, hier steht eine ganze Menge, aber sie sind zusammenzufassen unter, wir wollen sichtbar werden. Wir wollen als VDE wieder besser wahrgenommen werden, denn zugegebenermaßen in den letzten Jahrzehnten haben uns die Interessenverbände durch eine sehr intensive Vorortarbeit in Berlin und Brüssel mit einem wahnsinnigen Aufkommen an Geld, Veranstaltungen und ja, man muss sagen, Abgeordneten und auch Mitarbeitern von Abgeordneten Honig und im Mund schmieren, einfach sind omnipräsent. Ja. Und da müssen wir durch unser Asset, was wir haben, dass wir unabhängige Ratgeber sein können, ja, oder sind, müssen wir wieder näher an die Politik rankommen, um auch da wahrgenommen zu werden. Das machen wir mit entsprechenden Papieren, die wir inhaltlich erstellen in unseren ganzen VDE-Fachgesellschaften. Das machen wir mit Papieren, die wir auch in unseren hauptamtlichen Bereichen, ja, ich nenne das immer das hauptamtliche Backbone im HQ Frankfurt, die Leute, die wirklich von morgens bis abends aktiv und nicht ehrenamtlich in dem Fall für den VDE arbeiten, da nenne ich die Bereiche DKE, FNN, das Prüfinstitut, VDE Renewables, VDE Verlag, das sind alles Einheiten im VDE, die teilweise Know-how erstellen und das auch in Form von Papieren und Aktivitäten sowie Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Was haben wir noch? Ja, extrem wichtig ist natürlich, dass wir ein Themenscouting machen. Einmal ein Themenscouting in die Politik hinein. Was bewegt die Politik? Was möchte die Politik als nächstes in Gesetze packen oder Verordnungen oder mit Fördermitteln versehen? Ja, wo möchte man, in welche Technologierichtung möchte man eine Förderinitiative starten, um das langfristig zu sichern? Und da ist der Bereich Politik natürlich auch ein sehr guter Themenscout. Und das ist jetzt mal hier sichtbar. Ja, der Jäger hier, das ist ein Bild im Bundestag entstanden. Dann haben wir einmal Berlin im Nebel und Frankfurt im Nebel. Und der Auftrag ist, das Themenscouting dahingehend zu betreiben, dass man schaut, was hat der VDE an Themen, die den Bundestag in Berlin interessieren. Und welche politischen Themen haben wir in Berlin, die der VDE mit Inhalt füllen kann? Und zwischendrin versuche ich natürlich dann auch eine Sprache zu wählen, die beide Seiten verstehen. Denn nicht immer ist gegeben, dass der Ingenieur versteht, was der Politiker sagt. Und nicht immer ist gegeben, dass jeder Politiker weiß, was der Ingenieur meint mit dem, was er allen Visionen für die Zukunft hat. Kommen wir jetzt mal zu den ganzen Institutionen. Das ist mal so ein Überblick, wo wir überall hingehen. Ja, das sind 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Das ist das komplette Bundeskabinett. Und da sind wir als VDE wirklich fast in allen Bereichen auch schon mal aktiv gewesen in den letzten 2 Jahren. Also, wir hatten fast mit jedem Ministerium schon zu tun. Hier die Ursula von der Leyen müssen wir uns wegdenken. Das ist inzwischen Annegret Kramp-Karrenbauer. Grausamer Name. Es gibt aber keine neuere Grafik, sonst hätte ich das und reinbasteln, das wollte ich mir jetzt ersparen. Wir sind wirklich mit allen dran, das Verkehr, digitale Infrastruktur sowieso, Justiz weniger, Bildung und Forschung standardmäßig, Gesundheit, KI und Medizin, Umwelttechnik, da sind wir als VDE auch mit dran, ja? Landwirtschaft, Smart Farming, Familie haben wir zugegeben weniger. Entwicklung, Hilfe für technische Projekte, Technologieprojekte in der dritten Welt, machen wir alles. Inneres, ja, innere Sicherheit, Cyber Security. Außen haben wir weniger. Wirtschaft, ganz klar. Arbeit, KI und Arbeitnehmer der Zukunft, alles wichtige Themen. Verteidigung, KI, Cyber Security, ZVDE. Das sind alles Dinge, die wir hier in den Bereichen platzieren können. Und das Ganze, weil Deutschland ja so ein wunderbarer föderalistischer Staat ist, auch nochmal im Bundesrat mit den ganzen Landesregierungen, die wir auch noch adressieren können, die alle eigene Haushalte haben, die alle eigene Förderprojekte haben. Und da den Überblick zu bewahren aufgrund der vielen Themen, das ist mitunter extrem anstrengend und ambitioniert und ein Fulltime-Job. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern das geht ja auch noch weiter. Mit Brüssel. Ja, wir haben das Europäische Parlament, 751 Abgeordnete aus allen Ländern, den Rat der Europäischen Union, wo die ganzen Mitgliedstaaten drin sitzen und natürlich die EU-Kommission, wo maßgebend auch sehr viele Projekte gestartet werden, die Deutschland betreffen, die Deutschland umgesetzt werden sollen, Richtlinien, wir haben die Normung und Standardisierung, die auch in Brüssel stattfindet und das sind alles Punkte, die man im Bereich VDE-Politik mit auf dem Schirm haben muss, wo man Themen adressieren muss.
Und teilweise haben wir es sogar so im Bereich künstliche Intelligenz wieder als Beispiel, haben wir Dinge zuerst als eine Endfassung, haben wir im Europäischen Parlament platziert und bei der EU-Kommission und werden jetzt in einem zweiten Schritt wegen Corona das Ganze erst im Bundestag tatsächlich platzieren, aber dazu später. Ich würde jetzt wirklich mal zum Bundestag kommen und wen es interessiert, einfach mal ein bisschen mitnehmen auf eine Reise. Ich habe knapp 20 Jahre in der Politik gearbeitet, davon glaube 15 Jahre im Deutschen Bundestag. Und einfach mal ein paar Zahlen. Wir haben 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und dann muss man aber jetzt wieder differenzieren. Wir haben einmal die Direktmandate, das sind 299, das steht so im Bundeswahlgesetz drin. Das nennt man die Erststimme. Und wir haben tatsächlich 410 Mandate über die Zweitstimme. Ja. Zweitstimme, das ist ein ganz komplizierter Umrechnungsprozess der Landeslisten. Da gibt es Überhang- und Ausgleichsmandate. Das werden viele schon mal gehört haben. Das führt also dazu, dass der Bundestag hier künstlich aufgebauscht wird um über 100 Mandate. Denn eigentlich, im Idealfall, sollte der Bundestag 299 Direktmandate haben und 299 Mandate über die Zweitstimme. Ist aber nicht so. Wir haben 709. Soll geändert werden, aber ob die Parteien sich da einig werden, weil das heißt ja automatisch, wenn da weniger Abgeordnete sind, sind da weniger kleine Netzwerke, die sich über diese Bezüge auch tatsächlich ein wirtschaftliches Auskommen sichern. Ist ja alles nicht schlimm, ist ja legitim. Wenn der Bundestag anfängt zu arbeiten, dann gibt er sich eine Geschäftsordnung und darin stehen dann quasi die Regeln für seine Zusammenarbeit. Da ist unter anderem auch ein Ältestenrat normiert, der quasi die Geschicke als weißes Gremium des Bundestages an der Seite des Bundestagspräsidenten mit in die Hand nimmt, bestimmt, wie die Tagesordnung gestaltet ist und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir im aktuellen Bundestag 6 Fraktionen und die Abgeordneten sammeln sich in diesen Fraktionen entsprechend natürlich ihrer Parteizugehörigkeit. Es gibt aber auch fraktionslose Abgeordnete. Das werden vielleicht noch einige medial in Erinnerung haben. Die AfD ist in den letzten Bundestag eingezogen und die erste große Pressekonferenz mit, weißt du, Frauke Peri, war, dass sie jetzt sofort aus der AfD austritt. Und das war quasi dann so die erste fraktionslose Abgeordnete. Das war damals für den Bundestagsabgeordneten von der CDU, gegen den sie sogar das Direktmandat in Sachsen gewonnen hat, der viele, viele Jahre schon im Bundestag war, war das ganz bitter, weil sie ja quasi nur über das AfD-Ticket in den Bundestag gekommen ist und dieser wirklich sehr etablierte und gute Abgeordnete aus Sachsen dafür nicht mehr im Bundestag eingezogen ist. Das sind dann so die Geschichten, auch die auch die Politik schreiben. Aber weiter im Text, in den Fraktionen werden erst die Fraktionsführer gewählt, also Fraktionsvorsitzender, Stellvertreter. Das wird aufgeteilt nach den Segmenten, die es so in der Politik gibt, nach den Fachbereichen. Es gibt dann auch die Sprecher für die einzelnen Fachbereiche, beispielsweise einen Sprecher für Wirtschaft und Energie, einen Sprecher für Bildung und Forschung, einen Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur, um das nun mal 3 zu nennen, die für den VDE auch interessant sind und für meine tägliche Arbeit. In den Fraktionen gibt es dann auch die Arbeitsgruppen und Arbeitskreise, weil die entsprechenden Sprecher auch Personal brauchen, denen sie gewisse Themen zuordnen. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Berichterstattern. Das ist ein ganz bemerkenswertes System, was es im Bundestag gibt und im Europaparlament. Es gibt dann aber eine kleine Änderung oder einen Unterschied. Im Bundestag hat jede Fraktion einen Berichterstatter zu einem Thema. Sprich, wir nehmen jetzt beispielsweise das Thema digitale Infrastruktur und da nimmt Breitbandverlegung. Da hat jede der 6 Fraktionen hat einen Berichterstatter und diese 6 Berichterstatter, die hauen sich quasi die Themen um die Ohren, argumentieren miteinander und versuchen, ihre Parteien darzustellen und Fraktionen. Im Europaparlament ist es ein bisschen anders. Das macht das Europaparlament grundsätzlich auch etwas anfälliger für Lobbyisten. Für böse Lobbyisten, Interessenverbände. Im Europaparlament gibt es nämlich nur einen einzigen Berichterstatter und es gibt einen Co-Berichterstatter, das heißt quasi sein Stellvertreter, um so ein bisschen Spiegelbild zu haben. Nicht jede Fraktion hat einen Berichterstatter zu einem Thema. Ja, und das ist natürlich, dann weiß der Lobbyist sofort, ich muss zu dieser einen Person gehen, muss die maximal bespaßen, um hoffentlich maximalen Erfolg zu haben bei meiner Tätigkeit. Die Abgeordneten sammeln sich dann auch in Ausschüssen. Man redet von den sogenannten ständigen Ausschüssen des Bundestages. Da kommen noch Untersuchungsausschüsse und diverse Kommissionen dazu. Ja, und die Abgeordneten aus den Fraktionen gehen in diese
diese Ausschüsse und die Menge oder die Anzahl der Abgeordneten ist spiegelbildlich zu dem, wie auch die Fraktionen im Bundestag repräsentiert sind. Das muss man deswegen machen, weil auch diese Ausschüsse Abstimmungen durchführen und da wäre es natürlich unmöglich, wenn die Opposition plötzlich mehr Stimmen hat als die Regierungsfraktion. Das würde ein merkwürdiges Bild widerspiegeln. Ja, man unterscheidet zwischen ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder. Ordentlich heißt das nicht, dass sie besser angezogen sind, sondern das sind die, die regulär im Ausschuss drin sind. Aber weil es auch sehr viele Ausschüsse gibt, 23, und gerade die kleinen Parteien häufig ein Problem haben, mit ihren wenigen Abgeordneten alle Ausschüsse zu besetzen, gibt es Doppelmitgliedschaften in Ausschüssen oder Stellvertreter, die dann mal einspringen für das ordentliche Mitglied. Weil es gibt in der Sitzungswoche, kommen wir später noch, gibt es einen Tag, da sind von morgens bis nachmittags in Ausschusssitzungen, die sich dann wirklich wie die Salamischeiben aneinander reihen und das wirklich eine ganze Menge Gewusel ist, um von A nach B immer zu kommen. Die Ausschüsse sind schlechthin wirklich die Arbeitsgremien des Bundestages und hier wird alles gemacht, was im Bundestag, im Plenum, nennen wir das, tatsächlich verabschiedet wird. Da fallen mir so Stichworte ein, die Überweisungen. Ja? Überweisungen von irgendwelchen Gesetzesentwürfen, die in den Bundestag reinkommen, werden vom Bundestag erstmal an die Ausschüsse überwiesen. Es gibt da eine Federführung und dieser Ausschuss ist dann federführend verantwortlich, das Gesetzesprojekt auf Seiten des Deutschen Bundestages zu Ende zu führen. Und das wird in der Regel durch Obleute, ja, jede Fraktion hat einen Obmann oder eine Obfrau, die regeln dann, wie der Zeitablauf ist, wann das auf die Tagesordnung kommt, mit welchen Fristen gearbeitet wird. Ja, Anhörungen finden in Ausschüssen statt. Das heißt, Experten werden eingeladen, VDE wird eingeladen, ZVI wird eingeladen, Haus und Grund wird eingeladen, um zu Gesetzesvorhaben tatsächlich eine Stellungnahme abzugeben, damit sich die Abgeordneten ein objektives Bild machen können. Am Ende dieser Prozesse verabschiedet dann ein Ausschuss einen Beschlussvorschlag, der in den Deutschen Bundestag geht, und dort im Plenum quasi als Debattierhilfe fungiert. Ja. Die Ausschüsse werden natürlich mit einem Ausschussvorsitzenden besetzt und einer Stellvertretung. Und da ist es auch nicht irgendwem zugeteilt, wer was wird. Das Einzige, wo es so eine gewisse Tradition gibt, das ist der Haushaltsausschuss. Der fällt traditionell an die größte Oppositionsfraktion. Das ist in dem Fall die AfD. Das heißt, die AfD stellt aktuell den Vorsitzenden aus Haushaltsausschuss. Es gibt auch Sonderausschüsse im Deutschen Bundestag, beispielsweise Untersuchungsausschüsse und die Enquete-Kommissionen, die ein Konsensbild zeichnen sollen. Ja? Enquete-Kommissionen, ich mache das ein bisschen ausführlicher, weil wir da nachher noch drauf kommen oder ich komme noch drauf. Enquete-Kommissionen sollen über die Parteigrenzen hinweg, über Ideologien hinweg einfach praxistaugliche Dinge für die Gesellschaft beleuchten. Ja, das ist unser Beispiel, ist das die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und da versucht man wirklich fernab jeder Ideologie eine ganz sinnvolle Lösung für ein Thema zu finden. Ja, Untersuchungsausschüsse, ganz kurz noch, wenn die Opposition oder wer auch immer sieht, dass da gerade etwas ganz im Argen ist, dann kann man einen Untersuchungsausschuss beantragen. Das werden viele von euch schon in den Medien mal gehört haben, wo etwas schiefgelaufen ist, entweder im politischen Wirken oder im gesellschaftlichen Wirken, wo auch die Politik beteiligt war, dann werden parlamentarische Untersuchungsausschüsse gebildet. Hochspannendes Thema und das war auch damals, als ich in die Politik gekommen bin, 1998, war das meine erste Berührung. Da habe ich für einen Abgeordneten im Verteidigungsausschuss gearbeitet und wenige Wochen, nachdem ich beim angefangen habe, gab es einen Untersuchungsausschuss Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Gefühlt gibt es diesen Untersuchungsausschuss irgendwie alle 4 Jahre vor einer Wahl. Wird versucht, von der einen Seite die Bundeswehr durch den Kakao zu ziehen und am besten nimmt man noch irgendeinen amtierenden Minister mit und stellt dann eine gewisse Sippenhaft fest. Aber das sind so kleine Geschichten, auf die ich jetzt gar nicht mehr eingehen kann, weil wir ja schon ein bisschen auf die Uhr gucken müssen. Ganz ein Blick noch auf eine Sitzungswoche im Bundestag. Man hat ja immer so in der Öffentlichkeit, ja, die Abgeordneten kriegen viel Geld, machen nichts, sind faul. Wirklich, Leute, ich kann das absolut nicht unterschreiben. Ich habe 20 Jahre für die Jungs gearbeitet und ich möchte mit denen nicht tauschen, ganz ehrlich, ich möchte nicht tauschen. Warum, kann ich nachher noch ausführen. Also, eine Sitzungswoche im Bundestag. Man geht immer so von 22 bis 25 Sitzungswochen im Jahr aus. 52 Wochen hat das Jahr. 22 bis 25 Wochen sind die Abgeordneten in Berlin.
Das nennt man auch Plenarwochen. Und an diesen Tagen herrscht tatsächlich, wenn Plenum ist, herrscht Anwesenheitspflicht in Berlin. Und wenn man diese Anwesenheitspflicht, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt, dann werden Strafgelder fällig. Das ist empfindlich. Das kostet dann schon mal 200 Euro, wenn man einen Tag nicht in Berlin ist, obwohl man sein müsste. Und deshalb werden die Abgeordneten in der Regel auch dieser Präsenzpflicht in Berlin nachkommen, weil es auch zunehmend peinlich ist, wenn man immer vorgeworfen bekommt, dass man eigentlich für etwas bezahlt wird, aber nicht in Berlin ist. Im Gegensatz zu den Sitzungswochen in Berlin gibt es die sogenannten Wahlkreiswochen in der Heimat, wo dann die Abgeordneten, die 299, ihr erinnert euch, 299 Wahlkreise, wo die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen sind. Das ist natürlich für die Wahlkreisabgeordneten dann quasi die Kür, weil sie vor Ort sind bei ihren Leuten, die sie direkt gewählt haben im Bundestag. Da ist man auch von morgens bis abends mit Bürgermeistern, mit Bürgern, mit Unternehmen. Man schaut sich Straßenbauprojekte an, man geht in Kindergärten, in Schulen, man macht politische Bildung an allen Ecken und ist wirklich eine ganze Menge unterwegs. Na, ein bisschen einfacher haben es dann die Abgeordneten, die über eine Landesliste in den Bundestag gekommen sind. Die haben nicht so diesen unmittelbaren Draht zu den Menschen in ihrem Wahlkreis, sondern sind eher so zugeordnet einer Region, um die Partei auch dort in irgendeiner Form zu repräsentieren. In der Regel beginnt die Sitzungswoche mit der Anreise am Sonntag oder Montag. Das hängt davon ab, wann montags die ersten Sitzungen sind. Abreisetag ist in der Regel Freitagmittag, sodass die Abgeordneten noch pünktlich oder halbwegs zu anständigen Zeiten in ihren Heimatregionen ankommen. Denn der Weg ist zugegebenermaßen von Berlin nach Freiburg oder irgendwo nach Saarbrücken nicht der kürzeste. Und die Jungs und Damen und Herren Abgeordneten sind da immer eine ganze Menge unterwegs. Montag, wenn der Abgeordnete morgens dann da ist, ist in der Regel Zeit für Absprachen mit dem Team im Büro. Das ist sehr wichtig, um die Maßnahmen zu koordinieren, die für die Woche anstehen. Es gibt Kommissionen, beispielsweise die Enquete-Kommission KI hat sehr häufig an einem Montag getagt bis spät nachmittags. Fraktionsvorstände tagen und abends treffen sich in der Regel die Landesgruppen, wo die Abgeordneten aus einer Fraktion und einem Bundesland, beispielsweise die CDU-Landesgruppe NRW, trifft sich und bespricht dort die politischen Dinge, die in der Woche anstehen, aus Sicht des Landes NRW. Ja. Dienstagsmorgens geht es dann weiter mit den Fraktionsarbeitsgruppen oder Arbeitskreisen. Das bezeichnen die Fraktionen teilweise unterschiedlich. Mittags gibt es die soziologischen Gruppen. Das ist dann Gruppe der Frauen, beispielsweise bei der CDU oder die Mittelstandsvereinigung von der CDU, Arbeitnehmervereinigungen oder was auch immer. Und um 15 Uhr haben tatsächlich alle Fraktionen haben im Bundestagsgebäude, also im Reichstag, haben ihre Fraktionssitzungen. Das ist dann immer der Moment, wo das komplett voll ist mit Journalisten. Überall Kameras, die irgendwelche Abgeordnete hören wollen. O-Tone einfangen und ein wildes Gewusel. Das muss man sich wirklich mal angucken, wenn man die Möglichkeit hat, in Berlin zu sein. Und da kann ich auch das ein oder andere machen, wenn da jemand mal Interesse hat. Und es gibt parlamentarische Abende. Ja, das sind Dinge, wo man dann als Fachpolitiker sich mit verschiedenen Experten aus dem Bereich Wirtschaft trifft, um dort Details zu besprechen. Am Mittwoch, das habe ich eben schon angedeutet, haben wir einen kompletten Tag nur für Ausschusssitzungen. Nachmittags gibt es dann noch die Fragestunde an die Bundesregierung, wo dann in der Regel aus der Opposition zu irgendwelchen Themen Fragen an die Bundesregierung formuliert werden. Das kann man als Opposition nutzen, um die Bundesregierung so ein bisschen thematisch vor sich herzutreiben, unangenehme Fragen zu stellen oder auch einfach mal ein bisschen Show zu machen für die Öffentlichkeit. Ja. Manchmal gibt es auch Plenarsitzungen. Das heißt, wenn die Tagesordnung extrem voll ist, dann muss man auch schon mal den Mittwochnachmittag mit Inhalten füllen, Gesetzesvorhaben, mit Anträgen, mit Beschlussvorlagen und was es alles Mögliche gibt. Ja, dieses ganze Plenum, das hatte ich eben schon erwähnt, diese Tagesordnung macht der Ältestenrat. Das sind jetzt nicht die ältesten Mitglieder des Bundestages, sondern die Fraktionen entsenden in diesen Ältestenrat Abgeordnete, denen die sehr zutrauen, über die Fraktionsgrenzen hinweg Kompromisse zu erzielen, die eine gewisse Erfahrung haben und dort in der Regel für das Gesamtgremium Bundestag sehr gute Beschlüsse fassen. Ein Ältestenrat halt. Donnerstag und Freitag sind die klassischen Plenartage des Deutschen Bundestages. Da werden dann von morgens bis abends und von morgens bis abends ist teilweise am Donnerstag extrem, extrem krass, weil es bis in die frühen Morgenstunden schon mal geht, dass man Sitzungen morgens um 3 hat. Ja, da sitzen also dann die entsprechenden Abgeordneten zu ihren Tagesordnungspunkten, sitzen dann
nachts um drei da und debattieren da noch Dinge, die sie eigentlich schon, das sage ich eben schon, im Ausschuss besprochen haben. Aber im Bundestag findet eben nochmal die öffentliche Diskussion statt. Ausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich, aber im Bundestag wird es öffentlich. Und deshalb, jetzt kommt so ein liebes Vorurteil, ja, die sitzen ja nur da ganz wenige immer im Bundestag. Ja, das macht Sinn. Denn es macht keinen Sinn, wenn Abgeordnete von morgens 9 an einem Donnerstagabend bis nachts um 3 da sitzen, nur damit sie da gesessen haben und die Leute denken, oh, war voll, haben viel gearbeitet. Es ist ein Arbeitsparlament, ja. Das heißt, die Arbeit findet in den Ausschüssen statt und in diesen Plenardebatten, die man dann mitunter sieht, die sehr leer sind, was eine gewisse Faulheit suggeriert, sitzen nur die Fachpolitiker, die sich zu diesem Tagesordnungspunkt auch inhaltlich äußern können. Ja, und deshalb ärgert es mich immer so ein bisschen, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, leerer Plenarsaal heißt fauler Abgeordnete. Ist echt nicht so. Freitag, ja. Da geht es bis zum frühen Nachmittag, hatte ich eben schon kurz angesprochen, weil die Abgeordneten wieder zurück in ihre Regionen sollen. Und das dauert schon mal mitunter was. Noch ein paar kurze Daten zum Abgeordneten. So ein Bundestagsbüro hat der Abgeordnete, bekommt er kostenlos gestellt. In der Regel hat er, wenn er einer von den 299 Direktabgeordneten ist oder auch andere Abgeordnete, die über die Landesliste reingekommen sind, machen das, haben sogenannte Wahlkreisbüros. Die Kosten für ein Wahlkreisbüro muss der Abgeordnete selbst bezahlen. Ja, zu den Zahlen kommen wir gleich hier unten. Der Abgeordnete hat auch Mitarbeiter, die er ganz normal einstellen kann. Das sind also nicht Angestellte im öffentlichen Dienst oder sowas oder Beamte, die ihm quasi zur Verfügung gestellt werden von der Bundestagsverwaltung. Nein, der Abgeordnete führt ganz normal Bewerbungsgespräche, hat dafür eine monatliche Pauschale in Höhe von 22.400 Euro, die er für Mitarbeiter ausgeben kann. Jetzt kann er aber auch nicht einem Mitarbeiter 22.000 Euro geben, sondern es gibt gewisse Grenzen und das ist darauf ausgerichtet, welche Ausbildung der Mitarbeiter des Abgeordneten hat. Höchste Stufe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, setzt in der Regel voraus, dass man ein abgeschlossenes Studium hat und sich wissenschaftlich inhaltlich für Abgeordnete einbringt in die tägliche Arbeit. Ja. Das ist aber auch ein Geld, diese 22.000 Euro, die der Abgeordnete nicht in seinem Büro lagern hat, sondern das wird von der Bundestagsverwaltung alles für ihn verwaltet, da hat er gar keinen Zugriff drauf. Er reicht der Bundestagsverwaltung nur die Arbeitsverträge durch und in der Verwaltung werden dann alle anderen Maßnahmen veranlasst, wie Meldung ans Finanzamt und was alles dazu wird. Es ist schon ein riesiger Verwaltungsapparat, den es da gibt in der Verwaltung und es sind nicht umsonst, dass da 3.000 Mitarbeiter alleine in der deutschen Bundestagsverwaltung arbeiten. Ja, da geht es dann aber wirklich schon von der hochinhaltlichen Ausschussbetreuung bis hin zum Facility Management und zum Sicherheitsdienst. Maximal, das ist immer so ganz gut, kann ein MdB-Mitarbeiter um die 100.000 Euro im Jahr verdienen. Ja, dann ist aber auch schon an der oberen Grenze und das wird nicht in allen Büros bezahlt. Spannend auch, Thema der Abgeordnete, Politiker verdienen zu viel. 10.000 Euro im Monat, ja, ist eine stolze Summe, steuerpflichtig, geht noch was von ab. Und knapp 4.500 Euro Aufwandspauschale, steuerfrei. Steuerfrei, aber davon muss er alles bezahlen, was er so macht, um Abgeordneter zu sein. Ja. Wenn er beispielsweise einen sehr großen Wahlkreis hat, wo er mit dem Auto von A nach B fahren muss, um Firmen, Schulen, Bürgermeister, irgendwelche Veranstaltungen, wo man als Politiker gesehen werden muss, weil die Leute es erwarten, hinfahren will, dann geht dieser Betrag schon recht schnell zu einem großen Teil drauf. Er muss natürlich auch, wenn er in Berlin eine Wohnung hat, ja, Zweitwohnsitz, muss er auch das von dieser Pauschale bestreiten. Da gibt es immer im Bundestag so einen kleinen Streit zwischen den Abgeordneten, die aus dem Umfeld von Berlin kommen, hier gar keine Wohnung brauchen. Die haben natürlich einen kleinen Gewinn gemacht gegenüber ihren Kollegen und freuen sich immer so ein bisschen diebisch. Aber es gibt da auch Tendenzen, dass man versucht, diese Aufwandspauschale auch nach Herkunft der Abgeordneten zu ändern. Gab es in den letzten 20 Jahren keine Mehrheit für irgendwas zu ändern. Aber mal gucken. Es ist ganz witzig, es gibt einen Anspruch auf ein eingerichtetes Büro am Sitz des Bundestages in Berlin. Da gibt es sogar eine Quadratmetergröße, die den Abgeordneten und den Mitarbeitern, also nicht ein Abgeordneter in diesem einen Büro, sondern mit seinen ganzen Mitarbeitern. Und jetzt, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist und der Bundestag nochmal größer wurde, gab es tatsächlich im Deutschen Bundestag ein Platzproblem. Und es platzte aus allen Nähten. Es hat sage und schreibe knapp ein Jahr gedauert, bis alle Abgeordneten ihre Büros final
bezogen haben. Ne? Teilweise standen Möbel auf den Fluren. Das war ein ganz lustiges Bild. Ich habe damals auch noch im Bundestag gearbeitet. Man kam sich teilweise vor wie in einer Möbelausstellung. Und das Allerwitzigste war, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, glaube, wenn ich ein Buch schreiben würde über meine Erlebnisse im Bundestag, ja, egal. Leute, die was brauchten, haben sich aus diesen Möbelstapeln was mitgenommen. Das war dann für die Bundestagsverwaltung sehr müßig, denn jeder Stuhl, jeder Tisch, alles Mögliche ist mit einem Barcode versehen und gelabelt. Dann sind die tatsächlich durch die Räume gegangen und haben alle Dinge ausgelesen mit zum Laser und haben dann wieder zugeordnet, was da stehen durfte und was nicht. Aber das ist so eine kleine Geschichte am Rande. Zum nächsten. Wichtig ist, dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Ja, wir können jetzt in diesem Format kann man recht locker miteinander umgehen. Aber Abgeordnete sind schon an ein Niveau gewöhnt in der Regel, was anspruchsvoll ist. Und diesen Nenner zu finden, auch diese gleiche Sprache zu können, durch in meinem Fall viele Jahre Tätigkeit im Bundestag, das erleichtert natürlich die Kommunikation, das Verständnis voneinander und auch die Akzeptanz für die Dinge, die man so tut, enorm. Und das ist ein Fund, mit dem ich jetzt noch arbeiten kann, was ich auch gerne weitergebe ins YoungNet hinein. Deshalb ja auch, so wie heute, der Tag, dass man mal über Politik miteinander spricht, dass ich versuche, über Veranstaltungen politische, die ich mit dem YoungNet verknüpfe, dass wir Synergien erzeugen, dass wir auch Ingenieure, die sich nur für Technologie interessieren im Studium, vermeintlich, auch mal ein bisschen an die Politik ranbringe. Denn wir müssen fungieren als Übersetzer zwischen den Menschen, den Technologien und den Politikern und das alles auf einen Nenner bringen. Ja. Denn am Ende sind wir die Schnittstelle, oder in dem Fall bin ich die Schnittstelle, wo aus der Politik die Fragen landen, die in irgendeiner Form technologisch beantwortet werden müssen. Und da ist natürlich der VDE mit seinem sehr unabhängigen Netzwerk ein guter Ideengeber und Ratgeber für die Politik. Und ich mache es gerne mit dem YoungNet, wirklich. Das ist für mich immer eine Herzensangelegenheit. Deshalb danke, dass ihr alle heute hier seid und euch das anhört. Der eine mag langweilig sein, der andere findet es vielleicht spannend. Ich möchte die zukünftigen Ingenieure, also sprich euch, und die Politik näher bringen, das in drei Schritten. Das ist im Prinzip so ein, ja, drei Schritte. Die drei Schritte, um das YoungNet näher an die Politik zu bringen. Erstens mal möchte ich ein gewisses Bewusstsein schaffen, dass politische Prozesse verstanden werden und dass man die Sprache der Politik versteht, beherrscht im Idealfall und auch anwenden kann. Ja, denn so können wir Netzwerke knüpfen im zweiten Schritt und durch die Mitarbeit in politischen Gremien, durch Mitarbeit mit Abgeordneten, durch einen Austausch, tatsächlich die Zukunft gestalten. Und jetzt mein Werbeslogan, denn so leisten wir gemeinsam Aufbau für die technologische Landschaft im Jahr 2040 plus X. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Video, was ich mit Niklas in Bonn aufgenommen habe. Denn insgesamt sollten sich nicht nur angehende und junge Ingenieure mit der Politik vernetzen und mit der Politik auseinandersetzen, sondern alle Menschen in unserer Demokratie. Denn es geht um Aufklärung. Ja, wenn man aus technologischer Sicht Entschuldigung, das Ganze sieht, dann geht es darum, dass ihr durch Teilnahme oder dass junge Ingenieure durch Teilnahme einen Mitwirkungsanspruch einfordert bei der Politik, ja, dass er euch zeigt, dass Ingenieure nicht immer einen weißen Bart haben müssen und an die 60 sind, sondern dass es auch junge Menschen gibt, die sich für technologische Entwicklungen interessieren, dass MINT nicht tot ist, ja, dass MINT Leben hat in Form von vielen Frauen, vielen Männern, die das studieren, die Themen. Und es geht darum, dass technologisches Wissen die politische Meinung ergänzt. Und zum Teil ist es leider so, wenn man mit politischen Vertretern spricht, dann ist da ein gewisses Halbwissen, was aus Überschriften besteht oder was sich aus Überschriften nährt. Und das können wir natürlich vertiefen, indem wir unsere Fachexpertise einbringen. Ja, wir können den Fortschritt beschleunigen, indem wir beispielsweise durch ein ganz enges Miteinander und eine Kommunikation mit den Politikern auch in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft, technologiefeindliche Tendenzen, die es leider gibt. Ja, es gibt in jedem Zeitalter gibt es Verhinderer von Technologie, die Angst haben vor der Veränderung
Und das können wir wirklich durch eine ganz sinnvolle Partnerschaft, Technologie, Politik, Kommunikation, Medien, in Kampagnen können wir das befruchten, dass diese Technologiefeindlichkeit in der Gesellschaft nicht weiter wächst oder gar nicht erst entsteht. Ja, das hätte dann natürlich für alle einen Mehrwert und wäre auch ein guter Teil für unsere Gesellschaft. Ja, wie kann sich das VDE Youngnet mit der Politik vernetzen? Das ist ganz normal, durch Teilnahme. Ne? Durch verschiedenste Teilnahmemöglichkeiten, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das kann sich jeder vorstellen. Und vor Ort in den Hochschulen kann man sich mit anderen politischen Hochschulgruppen auseinandersetzen. Man kann mit denen sprechen, man kann Veranstaltungen zusammen machen, man kann Politiker dazu einladen, kontroverse Tech-Themen behandeln. Gibt da wirklich viele Möglichkeiten und da fordere ich, kann ich jeden nur einladen, das mal wahrzunehmen und da den Versuch zu wagen. Ja, die Tätigkeitsfelder, die sich jetzt in den letzten 2 Jahren bei mir herausgewickelt haben, jetzt komme ich quasi auch zum Schluss, sind künstliche Intelligenz. Ja, das steht ganz oben, weil es auch absolut on vogue ist aktuell und weil ich da auch nachher noch darauf eingehen möchte, ist aber auch Cybersicherheit, ja, wo wir im VDE mit unserer Sicherheit im digitalen Bereich, unserem Zert@VDE, eine durchaus Kompetenz haben, die in der Vergangenheit in Gesprächen mit dem Innenministerium, mit dem Verteidigungsministerium und dem Wirtschaftsministerium sehr interessant waren. Ja, wir haben E-Mobilität. Da keiner weiß, wollen wir in 15 Jahren mit wasserstoffbasierten Autos fahren oder wollen wir elektromobil sein ohne Wasserstoffkomponente. Das sind alles Dinge, die wir besprechen müssen, ja, die wir im VDE auch in die Politik reinbringen, über Normung, über Standardisierung, über Anschlussregeln, Ladesäuleninfrastruktur. Das sind alles Dinge, die wir als VDE präsentieren können in der Politik. Ja. Digitalisierung auch in der Bildung, gerade jetzt Covid-19. Ich bin Homeschooling, leidgeplagter Vater. Was da an digitaler Inkompetenz teilweise aus den Schulen kommt, es ist grausam. Das sind Lehrer, die sich komplett verweigern, digitalen Inhalten, Lehrer, die sogar sich weigern, ihre Handynummern rauszugeben, um mit den Kindern in einen Diskurs zu treten. Die haben dann von der Schule Diensthandys bekommen. Aber anderes Thema, anderer Podcast, anderes Webinar. Und natürlich haben wir geschaut, was bewegt die Politik. Wir haben ein sehr erfolgreiches Format, das nennt sich Invented Chips, das seht ihr hier unten, mit dem BMBF zusammen, wo wir an die Schulen gehen und dort mit jungen Menschen softwarebasierte Lösungen in Alltagsgegenstände einbauen lassen. Das einmal im Jahr prämieren. Da kommt auch in der Regel dann die Bundesministerin für Bildung und Forschung oder der Bundesminister, je nachdem, wer es ist. Das wird prämiert und das ist eine richtig gute Sache für den VDE, um auch die Sichtbarkeit zu erzeugen, die ja so wichtig ist, über die wir eben sprachen. Künstliche Intelligenz. Ganz kurz. Ein Zeitstrahl. Ja, Sebastian Hallensleben hat es letzte Woche sehr, sehr eindrucksvoll präsentiert und das ist wirklich ein ganz prima Kerl, der die Sprache drauf hat. Ja. Also wenn ich mit Sebastian Hallensleben in der Politik unterwegs bin, da weiß ich, das ist immer 100% on top. Deshalb nochmal hier über die Entfernung, macht man das in so einem Webinar? Sebastian, wirklich Lob und Anerkennung, vielen Dank dafür. Ohne Sebastian wären wir da jetzt nicht so gut in dem Bereich. Also, am 26. Juni hat der Deutsche Bundestag die Einsetzung der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz beschlossen. Ja, dann gab es natürlich, das habe ich wahrgenommen, auch davor war es schon wahrzunehmen, dass sowas geplant ist und wir haben uns im VDE überlegt, eigentlich müssten wir doch da als einer der Sachverständigen präsent sein, als permanentes Mitglied in dieser Enquete-Kommission. Wir haben dann am 3. Juli haben wir geklärt, wer das von uns machen könnte, das war Sebastian Hallensleben und wir haben das an uns beworben darum, sind aber nicht genommen worden, ja, denn am 27. September in der konstituierenden Sitzung, die fand ohne den VDE statt, weil keiner kannte den VDE. Ja, weil wir eben nicht wie diese, jetzt komme ich wieder zum Anfang, wie diese Interessenverbände so penetrant an der Politik sind und immer mit tollen Veranstaltungen, tollen Formaten, mit Einladungen zu irgendwas in den Köpfen der Abgeordneten stattfinden. Das ist ein Prozess, den wir jetzt langsam angehen oder den ich auch langsam angehe und immer mehr Leute vom VDE mit reinnehme, damit wir eine große Menge haben und einfach in der Menge besser sichtbar sind. Wir haben uns davon aber nicht ermutigen lassen, denn wir schmeißen nicht die Flinte ins Korn, sondern wir haben dann alle Abgeordneten, die in dieser Enquete-Kommission Mitglied waren, haben wir angeschrieben und haben Individualgespräche angeboten. Und das ist richtig gut eingeschlagen. Und wir hatten dann tatsächlich über einen Zeitraum von knapp 5 Monaten, hatten wir mehr als 20 Einzelgespräche, einige auch doppelt.
mit Mitgliedern der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und teilweise habe ich auch den Geschäftsführer von der DKE, den Michael Teigler, mitgenommen, um einfach mal den Abgeordneten zu erklären, wie Normung funktioniert. Ja, dass es in Deutschland nicht nur DIN gibt für Normung, sondern dass es auch DKE gibt. Ja, dass die Normung immer in Bereiche segmentiert ist, dass es Zuständigkeiten gibt. Das ist bei den Abgeordneten teilweise, hörten die das zum ersten Mal. Ja. Und dann waren wir offensichtlich so toll da, präsent und mit unseren Inhalten, dass wir eingeladen wurden in einer Enquete-Kommissionssitzung, erst in der Projektgruppe KI und Wirtschaft und anschließend in der gesamten Enquete-Kommission unsere Vorstellung zu einem KI-Ethik-Label und einer Risikoklassifizierung vorzustellen. Genau das, was Sebastian letzte Woche hier vorgestellt hat, was wir inzwischen auch an die EU-Kommission weitergeleitet haben als VDE. Und da sieht man, wie so dieser Durchgang hier ist. Ja, wir haben am Mitte Juni 2018 angefangen und sind jetzt quasi durch wirklich gute Arbeit in allen Bereichen des VDE so weit gekommen, dass wir gehört werden. Und erster Erfolg, 19. Dezember 2019, im Zwischenbericht stand genau das, was wir gerade beim VDE machen. Auch ein internationales Klassifizierungsmodell für KI-Produkte und Dienstleistungen, vergleichbar dem Prinzip der Energieverbrauchskennzeichnung von Elektrogeräten, könnte eine gute Verbraucherorientierung bieten. Ja, da haben wir wirklich fast die Sektknochen knallen gelassen. Wir sind über den Prozess 6. Mai. In der Enquete-Kommission haben wir, oder hat Sebastian Kontakt aufgenommen zur Bertelsmann-Stiftung, die genau in dieser Sitzung auch als Sachverständige da saßen wie wir. Und es wurde dann die IE Ethics Impact Group gegründet. Und die Damen und Herren Experten dort haben dann jetzt die Handlungsempfehlungen kürzlich auch vorgelegt, zu denen Sebastian referiert hat. Und in einem nächsten Step, nachdem uns Covid-19 so ein bisschen dazwischen gekommen ist, werden wir das auch im Deutschen Bundestag platzieren. Denn die Enquete-Kommission KI schreibt aktuell ihren Abschlussbericht. Jetzt komme ich zum Ende. Da wollen wir nämlich auch rein. Denn was in Europa gerade fliegt wie Flugzeug, ja, soll auch in Deutschland fliegen, national fliegen. Und wir wollen als VDE da wahrgenommen werden. Und ja, nur so geht's. Wenn wir zusammen in ganz vielen Bereichen anpacken und beharrlich bleiben, wenn wir verlässlich bleiben, wenn wir seriös bleiben, wenn wir vor allen Dingen aber auch nicht abheben bei allem Erfolg und einfach den Menschen als in der Politik als verlässliche Ansprechpartner dienen. Und damit komme ich zum Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, wie wollen wir weitermachen? Wer setzt sich ein? Patrick? Ja, dann bleibt mir eigentlich an dieser Stelle, mich nochmal bei dir zu bedanken, recht herzlich, Markus, für diesen Einstieg eben. Ich denke, das hat einen ganz großen Einblick gegeben in Politik an sich in Deutschland, europaweit, in die Arbeit des Abgeordneten und dann aber auch eben in diese Verknüpfung VDE und Politik, dass du uns quasi die Chance gibst, da ein bisschen einen Einblick zu bekommen und wünsche dann einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.